zu einer Macht. Genau daher. Lass diesen Uruk schreien und sein Meister wird antworten. Ein Sklave ist geflohen. Schnappt ihn euch und lasst ihn büßen. Anführerin dieser geflohenen Sklaven muss als erste sterben. Sie wird langsam zu mächtig. Der Hauptmann sagt, verdammtes Waldläufer, da haben sich mehr Uro gegenseitig getötet, als wir diese Woche Sklaven hinrichten konnten. So. Gut, Häuptling ist da. Duxa. Wer bist du? Verwandle dein Blut in Schlamm und deine Knochen zu Wasser. Zu hart für dich. Schon vergessen, dass das nicht bringt. Gut, das war einer. Wer bist du? Uruk nicht kämpfen gegen Uruk. Tag töten. Okay. So. Du bist meine Zeit nicht wert.
ja schon. Gut. Es ist zu kalt. Es ist zu nass. Es ist zu dunkel. Worüber beschwerst du dich? Es gehen Gerüchte um die Kuh, es sei die geistertoter Sklaven. Was? Du bist ja noch dümmer, als du aussiehst! Da ist es. Aber gut, ja. Wir brauchen Verbesserung. Ja, schon. Okay. Heute ist es soweit, ich weiß es genau. Heute werde ich ihn töten. Gehen wir mal dorthin. Wir schauen mal kurz auch So. %55 Ja, ich würde auch gerne zurückreisen dann in den anderen Ort später, um dort die Nebenquests noch zu machen, die uns fehlen. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Bitte hilf mir. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie.
diene meinem Willen. Willst du uns wirklich alle retten? Dann gib nicht auf. Wir werden dich in... So, schon. Gut, da gehen wir auch, dass wir es gleich holen. Nani hier, Gelaia Mordor. So schön. Psch, ganz, ganz. Waldläufer, hilf uns! Ich wollte den Sklaventreiber gar... Okay, wenn wir schon hier sind, dann machen wir gleich das. Nicht anstarren, er ist bloß so hässlich. Ich wusste nicht, dass so eine Kreatur überhaupt existiert. So. Habe ich ein Glück noch am Leben zu sein? Ruhe! Ich töte! Ist ja schön. Grüß Gott. Vielen Dank, Waldläufer. Ja, komm schon. Alle gemeinsam!
Okay. Ich danke dir. Zum Glück bist du hier. Hilf mir. Endlich sind wir frei. Ich wusste doch, dass wir es eines Tages schaffen würden. Mach dir keine Sorgen um uns, Waldläufer. Schon? Gut. Ich habe dir. Er ausgelacht, als er von Zauberern, Nekromanten und Magie sprach. Ich sagte ihm, er solle aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Als Kinder seid ihr den Eldar am ähnlichsten. Wenn ihr erwachsen seid, versteht ihr nichts von Unsterblichkeit. Sascha. Es gibt im Land der Schatten noch Licht, das darauf wartet. So, was haben wir denn da? So. Aber das in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein. Ciao.